Heute sind wir erstmalig im Fahrerlager mit Beginn des freien Trainings und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2016. Großer Preis von Monaco. F1 2016 lässt sich angenehmer fahren, ja, aber eine Herausforderung bleibt dieser Stadtkurs hier allemal. Und heute ist auch das letzte Mal, dass ich vorhabe, eben T1 in eine Folge zu packen, T2 in eine Folge und T3 in eine Folge. Habe ich ja in Spanien angesprochen, dass ich ab Kanada dann etwas reduzieren möchte. Wir schauen mal auf den Laptop, wir sind nicht mehr ganz so schlecht bei der Fahrerposition. Wir sind zwar immer noch unter unserem erwarteten Ziel, deswegen gab es dann am Ende auch wieder Minuspunkte, aber hey, von ganz unten auf 4 Balken. Ist ja gar nicht mal so übel und Haare und so haben wir nass gemacht in Spanien, aber so sollte es ja auch sein. Wir können die nächste Ausbaustufe des Motors heranziehen. Super! Das werde ich auch direkt mal investieren, weil als nächstes nach diesem Rennwochenende kommt eben Kanada und da brauchen wir Motorenleistung. Die Kurbelwelle. Gib mir. Oh, schon fast fertig? Wie kommt's denn? Damit sind wir dann sehr gut beisammen, aber die anderen werden sich auch noch verbessern und ich habe heute zwischen Rennen und hier einen Kommentar gelesen. Nur mal ganz kurz flüchtig neben diesen neben diesen beiden Folgen, also Rennen, Spanien und hier freies Training, werde ich mir mal nach dieser Aufnahmesession genauer durchlesen. Und ja, das wäre dann die vierte Ausbaustufe. Ich bin gespannt. Mehr gibt es hier eigentlich gar nicht zu schauen. Wir müssen auf jeden Fall gut durch die Leitplanken kommen. Das ist aber immer das Ziel. Und das werden wir jetzt direkt mal angehen. Auf ins freie Training! Stimmt, das kommt ja jetzt noch. Normalerweise werde ich, oder habe ich bisher immer nach dem Rennen jetzt beendet, deswegen haben wir uns nie beim Laptop zum freien Training wiedergesehen, abgesehen vom ersten freien Training. Ich finde die Musik hier auch wieder toll in diesem Ableger. So, Reifenwahl. Wir haben erstmalig die ultrasoften Reifen. Was verändert sich denn? Klar, jeweils eine Mischung härter oder weicher. Also in echt hat sich bewahrheitet, die Ultrasoft-Reifen halten nur minimal weniger als die Supersofts. Das war in echt der Fall. Von daher kann man, so weich es geht, eigentlich gehen. Tja, in Q1 nochmal die roten, aber wozu die roten? Wir haben fürs Rennen sowieso mit den beiden hier einen Satz der roten und dann eben einmal die gelben, von daher werde ich wohl so weich es geht gehen, weil hier, nee. Im Rennen will ich auch lila fahren. Von daher so weich, wie es nur geht. Heute mal ganz schnell entschieden und dann können wir loslegen. Bin ja mal gespannt, wie sich das hier fahren lässt. Ich bin wirklich gespannt, weil ich mag an sich Monaco. Bitte warten. F1 2015 Intro mit Überarbeitung, bitte. Ja, jetzt kommt die Musik wieder, doch nochmal Fahrerlager. Hi, wie geht es dir heute? Das verbesserte Paket ist angekommen. Wird bis zum ersten Training fertig sein. Hier ist der Werksbericht. Krass, Chris, also ihr legt ja was an den Tag. Boah, die neue Ausbaustufe des Motors ist direkt da. Habt ihr schon gewusst, was ich wollte? Hattet ihr das schon in der Hinterhand vorbereitet? Und jetzt, wo ich investieren konnte, habt ihr das direkt hinterhergeschoben? Hey, will ich mich mal nicht beschweren. Krasser Scheiß. Nochmal den Laptop aufmachen. Dürfen wir gleich noch mehr ausgeben? Jetzt stehen wir vor Haas. Schaut mal. Die Teams haben sich jetzt verbessert. Vorm Rennwochenende in Monaco haben wir eine Kräfteverschiebung zu beobachten. Renault ist nämlich ganz nach hinten gerutscht. Wie, ist nicht bloß ein Platz nach vorne? Nein, auch Force India ist nach hinten. Aha, jetzt haben sie nachgelegt. Hab mich ja schon gefragt, wann legen die eigentlich los? Liegt das daran? Ja, ist es damit verknüpft, dass wir jetzt auch unser Teil sofort bekommen haben, weil die Teams hier auch alle anderen eben was verbessert haben? Also was Fakt ist, Renault ist ganz nach hinten gerutscht, Haas ist einer nach unten, Männer ist einer nach oben, Force India ist
Ein nach unten, dafür McLaren Honda eben ein nach oben. Toro Rosso ist geblieben. Die waren ja an sich gleich auf. Toro Rosso und Force India. Williams auf der 4, Red Bull, Ferrari. Oh, Red Bull und Ferrari sind näher zusammengerückt. Habe ich das Gefühl, aber ich habe mir das nicht gemerkt, weil da ganz nach vorne habe ich sehr selten gezielt geschaut. Interessant, coole Sache. Aber jetzt, Training. Los. Altes Intro mit 2016 bitte. Willkommen am Circuit de Monaco zum Formel 1 Rennen dieses Wochenende. Das Rennen hier ist wirklich ein Klassiker. Doch bevor die Fahrer an den Sieg denken, müssen sie es erst einmal durch das anspruchsvolle Training heute schaffen. Ich bin wieder mit Stefan Römer vor Ort. Schön, dich zu sehen, und ich möchte dich auch gleich fragen, wie diese Fahrer die Autos während des Trainings verbessern. Wie viel, denkst du, kennt man bereits durch Simulationen, und wie viel Arbeit muss man schließlich noch mit den echten Wagen auf der echten Strecke reinstecken? Eine sehr gute Frage, und ich glaube, es lässt sich leicht damit beantworten, dass man nie genug Informationen haben kann. Die größeren Teams haben sehr komplexe Simulationen und kluge Leute, die sozusagen im Hauptquartier mit den Zahlen spielen. Sie können dir allerdings nicht sagen, wie die Streckenbedingungen sein werden. Wie hoch wird die Temperatur sein und wie wird sich das alles auf die Reifen auswirken? Es gibt Millionen an Variablen, die für das Rennen an sich wichtig sind, doch der Computer kann das Auto den Bedürfnissen des Fahrers nie ganz anpassen. Irgendwann muss mal ein Mensch mit dem Ding fahren und alles so richtig spüren, weshalb die Fahrer unterschiedliche Einstellungen haben. Nichts ist besser als das Testfahren auf der Strecke. Vision durch das Rennwochenende wird ernst. Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. Die Hand wieder. Die Reifenmischung schaut auch interessant aus. Was wären das für Eissorten? Johannisbeere? Die Ultrasofts? Dann würde ich sagen, Sauerkirsche gibt's als Eis ziemlich selten, aber Erdbeer ist meistens heller. Ist eher ein helleres Ultraweich. Von daher würde ich doch sagen Kirsche und dann Zitrone oder Banane oder eben ganz klar weiterhin Vanille. Alles klar, wir wollen im Laufe dieser Session zumindest für eine Reifenmischung ein Reifenabnutzungsprogramm abschließen. Wir holen dabei wichtige Informationen bezüglich Strategie und Entwicklung ein. Es wird den Aufwand also wert sein. Jeff wird sich auch denken, ist der überhaupt bei der Sache? Der faselt hier was von Reifenfarben und Eissorten. Aber ich fände das sehr schön. Es wäre echt eine coole Mischung. Finde ich für mich persönlich. Johannisbeere, Kirsche und Vanille. Müsste man eigentlich mal ausprobieren. Welche Eissorten würdet ihr denn den Reifen da zuordnen? Oder was wäre euch am liebsten? Ab damit in die Kommentare, und Jeff schüttelt gerade nur den Kopf und sagt einfach nichts dazu. Er schüttelt ihn einfach nur. Aber bitte das Eis nicht schütteln, Jeff, ja? Das Wetter ist bedeckt. Gut, dann erst einmal Setup laden. Dankeschön. Das werde ich mir vornehmen. Maximaler Abtrieb. Das ist Standard, und den Wagen hinten ganz hochgestellt. Einfach steiler in den Wind, wir brauchen hier Abtrieb und generell eher den Wagen etwas weiter oben, weil hier gibt es ein paar böse Bodenwellen. Das nehme ich jetzt mal so an, wird sich hier hoffentlich auszahlen. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben, wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Na, immerhin etwas. Welche haben wir jetzt drauf? Will ich mit denen fahren? Was stand denn zur Auswahl? Gib nochmal her. Dankeschön. Die roten oder die gelben? Man sieht aber auch, der Unterschied zwischen den beiden Reifenmischungen ist gar nicht so groß. Ja, weil der Asphalt ja auch sehr angenehm zu den Reifen ist. 21 Runden und 40 Runden, doch ein gewaltiger Unterschied. Hier sogar 10 Runden, also in echt haben die beiden sich hier Rot und Lila kaum was gegeben, von der Lebensdauer, aber von der Geschwindigkeit schon eher. Das konnte man zumindest in echt beobachten. Also im freien Training stehen mir an sich alle 6 zur Verfügung. Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel die beiden verwenden würde? Würde er die beiden rausholen? Weil wäre ja Quatsch, wenn er die beiden rausholen würde. Denke ich mir gerade so.
Von daher könnte man vielleicht doch etwas Reifenmanagement betreiben. Nehmen wir mal an, ich fahre jetzt immer die an sich langsamsten Reifen. Also ich nehme mir für das Freitraining vor, ich nehme die und die und die und die zuerst. Dann dürften wir in T3 einmal lila und zweimal lila zur Verfügung stehen. Kann man das so annehmen? Müssten wir einfach mal herausfinden, oder? Aber was will ich jetzt fahren? Streckenakklimatisierung ist heute angesagt, von daher fahre ich die direkt, weil, ja, ich kann sie ja wiederholen. Und dann nehme ich auf jeden Fall die gelb markierten. Die werde ich jetzt auf jeden Fall zu Beginn nehmen, dann passt das soweit und ich nehme dir direkt die Streckenakklimatisierung. Was sagt denn eigentlich das Wetter? Da will ich auch nochmal nachschauen. Das Freitraining erst einmal trocken. Es sind schon 4 Minuten rum und ich bin noch gar nicht auf der Strecke gewesen, weil es so viel Überlegungen gibt. Eis und Wetter und Reifenmischung, wobei Punkt 1 und 3 gleicht sich. Ja, das wirkt uninteressant, das Wetter, alles gleich. Training 2, sonniger. Training 3, wieder etwas bewölkter. Qualifying, eine Regenwolke. Aber erst sehr spät. In Q3 werde ich wohl eh nicht sein. Und das Rennen trocken. Puh, Glück gehabt. Also, laut Vorhersage, die muss ja nicht stimmen. Dann Streckenakklimatisierung mit den vorgeschlagenen gelben Reifen. Wir fahren raus. Auch wenn ich mir heute nochmal mit diesem Rennwochenende 3 freie Trainings mit 3 Folgen gönne, so werde ich es dann auch in Kanada machen. Direkt die Streckenakklimatisierung fahren. Wenn ich es im ersten Versuch schaffe, ja wunderbar, wenn nicht, dann nicht. So, Ausgang, weiße bzw. gelbe Linie. Das hier ist eher weniger ein Problem. Das Problem kommt hier vorne. Aber wenn man langsam ist, hat ja auch bei F1 2014 funktioniert, bekommt man das hin. Zumal F1 2016 auch besser zu fahren ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier fehlt etwas Textur. Der Asphalt sieht gerade so glatt aus, so untexturiert. So, das ist gerade unser Outlap. Na, nicht mit dem Hinterrad anecken. Erstmal leicht reinkommen. Monaco, ja. Verändert sich nicht großartig. Hinten beim Schwimmbad gab es mal eine große Veränderung. Aber ansonsten ist es immer noch die gleiche Strecke wie vor vielen, vielen Jahren. Oh, im Tunnel klingt das auch interessant. Erstes Rennen F1 2015 in Monaco. Da ging es von den Sauber nicht gut aus. Aber auch für uns nicht. So, Tabak. Erstmal langsam reinkommen. Randstein, okay. Und jetzt meine Lieblingsecke hinten beim Schwimmbad. Scharfe Kurve. Oh, da haben sie was rausgenommen. Die kann man jetzt mit mehr Schwung fahren. Die ist weitläufiger geworden. Okay. Cool. Dann mal los. Die Rundenzeit ist jetzt nicht wichtig. Hauptsache die Kurven gut hinbekommen mit einer annehmbaren Geschwindigkeit. Und Nase schon angefahren. Ich nehme einfach wieder, weil es freies Training ist. Aber kaum wird's ernst, erste Kurve schon Nase ab. Beziehungsweise angeschlagen. Ist mal gleich mal zu langsam. Gleich mal die ersten 3 Tore überhaupt nicht bekommen. Schon wieder mit T. Bin mal gespannt, wo die Tore alle sind. Das verpasse ich schon mal. Weil dadurch werde ich teilweise auch mit der Strecke zu kämpfen haben. Wenn die einfach da sind, wo ich nicht will, dass die da sind, wo ich die durchfahren muss. Aber wo sollen die Monaco großartig sein? So viele Alternativrouten gibt es nicht. Aber hoch zum Casino. Das Bergaufstück. Hat sich schon etwas schwammig angefühlt. Die Wand war mir zu nah mit dem Hinterreifen. Da will er uns sehr nah an der Wand entlang schicken. Gut. Mann, das klimpert hier hinten aber.
Gut, wer hier in Monaco die Tore überwiegend nicht trifft, der macht gänzlich was verkehrt. Super, ja. So zum Beispiel. Ja, man sieht sogar das Sicherungsseil, das Kevlar-Seil. So, hier wieder. Boah, da kommt das Heck aber rum, da will er uns ganz außen haben. Boah. Nein, schnell, bevor der Wagen wieder ganz kaputt ist. Das war zu langsam, kann ich verstehen. Und hier muss ich mich dran gewöhnen, da kann man jetzt deutlich schneller durchhuschen. DRS-Zone in Kürze. Bereit machen. Die Entfernung siehst du auf deiner MFA. Ja, das sagst du zum ersten Mal, aber das musst du mir nicht sagen. Kommt der mit neuen Sachen an, der Jeff? Damit zum ersten Mal nur eine DRS-Zone und schon sagt er das an. Diese Kurven können wir auf jeden Fall noch schneller fahren. Eins. Kurve 1, Kurve 3, Kurve 14, Kurve 17, Kurve 18. War das jetzt besser, Jeff? Das war hier gerade das einfachste Tor. Da gibt man nur Vollgas da oben. Wer das nicht lila schafft, der schafft das nicht lila. Boah, der schickt uns hier so nah an der Bodenwelle, an der großen entlang. Na, gerade so noch. Wieder zu weit gefahren. In der langsamsten Kurve die Geschwindigkeit noch weiter unten ansetzen. Da traut man sich was. Ja, der will uns da wirklich mehr an der Mauer entlang schicken, als es mir lieb ist. Aber gefühlt lässt sich Monaco auch schon wieder angenehmer fahren als noch im Vorgänger. Jetzt drängelt jemand von hinten. Das mag ich nicht. Klimpert das wieder so sehr. Boah, Sack kommt rum. Hau bloß ab da hinten. Letzte Runde. Das ist die letzte Runde des Programms. Ja, die verbesserte Fahrbarkeit in diesem Ableger, die merke ich sofort. Hoffentlich komme ich mir endlich wieder zur alten Monaco-Liebe wieder. Ja, gerade lasse ich noch die Reifen zu sehr stehen, sonst will ich das Tor hier bekommen. Bin froh, wenn ich erstmal für mich frei fahren kann. Das war jetzt zu viel des Guten. Wer knattert denn da so? Ach ja, genau, quetsch uns hier ein. Da konnte man noch nie gut zusammen durchfahren. Vor allem, wenn keiner nachgeben will. Ah, zu langsam, jetzt sind die anderen beiden auch schon rot. Es wurde nicht rot, okay. Damit habe ich jetzt schon gerechnet. Dabei kann man viel mehr durchnehmen. Weil die Kurve sich verändert hat. Nehme ich auf jeden Fall mit. Werde ich wohl nicht nochmal fahren, die Streckenakklimatisierung. Man kann aber auch kaum daneben fahren. Das Trainingsprogramm ist vorbei. Mehr brauchen wir nicht fürs Erste. Nimm weg, ich sehe nichts. Da kommt jemand aus der Box, den habe ich auch schon gesehen. Das ist nämlich die Gefahr, wenn man da von auf der Strecke in die Boxenspur fährt. Im freien Training, wenn es da zum Unfall kommt, absolut unverständlich, im Zweikampf im Rennen, kann es schon mal vorkommen. Sollte aber nicht. Wir kommen jetzt rein, bin ich mit zufrieden. Also wir haben auf jeden Fall mindestens 30 Punkte. Es war grün. Damit bin ich zufrieden, werde ich nicht mal großartig fahren. Streckenakklimatisierung ist gut, aber hier in Monaco kann man nicht großartig daneben fahren. Deswegen will ich lieber meine Linie wählen. Der Startstand ist sehr niedrig. Dein Tank ist fast leer. Komm innerhalb von zwei Runden an die Box.
Ah ja, werde ich machen. Keine Sorge. Also, es ist einfach toll, das Bremsgefühl hier in diesem Spiel, in Monaco, und auch das Gaspedalgefühl. Viel direkter, viel angenehmer für mich. Damit sollte ich wieder in Monaco besser zurechtkommen. Boah, was man hier für Schwung mitnehmen kann, ist ja schlimm. Dann bleibt immer noch die Frage der Konzentration. Die gibt es in Monaco immer, die wird auch immer bleiben. Aber ich habe schon mal mehr Spielraum, hier gut rumzukommen. Schön. Oh! Scheiße, wir haben zwar die Streckenakklimatisierung geschafft, aber wir haben jemanden tot gefahren. Nein, Jeff, wir sind jetzt schon drin, das brauchst du nicht sagen, aber Jeff hat ein Lebenszeichen von sich gegeben, wir haben ihn also nicht erwischt. Ich nehme an, weil es grün war, sind es 30 Punkte geworden. Ja. Rot sieht man da auch schon. Kommt, macht schneller, ich will nochmal direkt dort auf den Bildschirm gucken. Ja, also Anbremsphase auf die Hafenschikane ist laut den Daten mein größter Knackpunkt. Sieht sogar noch angenehmer aus als in Spanien. Wenn wir uns mal die Farben anschauen, überwiegend ganz klar lila, dann dicht gefolgt grün, nur einmal rot. Wir haben schon Ziele erfüllt. Eins. Saubere Runde, ohne die Strecke zu verlassen. Ja, es gibt einfach gar keine Möglichkeiten dafür. Gut, dann will ich hier mal nicht weiter schauen. Ich will direkt wieder auf die Strecke. Ich will das hier soweit noch nutzen. Ich fahre auch nochmal mit den Gelben raus. Dann lassen wir das so stehen. Wir genießen unseren besseren Motor. Und beim Abtrieb haben wir auch schon Stufe 2. Jetzt die Frage, ich will, glaube ich, noch mehr Motorleistung haben. Also bis Monza, Spa und Monza, da könnten wir locker noch 2 Motorausbaustufen, stelle ich mir so vor, könnten wir noch gut schaffen. So, dann ist der Wagen wieder überwiegend auf Leistung gesetzt. Dann haben wir uns noch gar nicht darum gekümmert, die Benzineffizienz, dass wir einfach weniger verbrauchen. Dann das Gewicht reduzieren haben wir an sich dann auch noch gar nicht. Also den Wagen vom Abtrieb her nicht verändern, aber den Wagen leichter machen. Und was war es nochmal? Abtrieb, Motorenleistung, Benzineffizienz, Luftwiderstand. Ja, Luftwiderstand, das war's. Der Wagen wird auf der Geraden schneller, aber verliert nicht gleichzeitig Abtrieb. Das ist der Luftwiderstand. Und dann eben das Chassisgewicht, das Gewicht. Muss ich mir mal noch überlegen. Aber jetzt heißt es sowieso erstmal wieder sammeln. Nachdem wir jetzt auf Stufe 2 des Motors haben. Boah, ich komme immer noch nicht ganz mit klar, dass man sie schneller fahren kann. Abkürzen wird da jetzt richtig schwierig, außer man nutzt das richtig aus, aber an den Punkt kommt man ja auch irgendwann. Oh, wir sind ein Bus. Ich bremse gerade F1 2015 mäßig an. Sehr verhalten. Schon im grünen Bereich, keine blöden Tore, die mich nerven. Und Bodenwelle schön umfahren. Jetzt achte ich mal auch mehr auf meinen Gang, weil hier bin ich vorher noch ziemlich lange im ersten gefahren.
Ab durch den Tunnel. Auch hier das Anbremsen, sehr angenehm. Mit unserem Wagen, mit dem Setup hier. Allgemein in diesem Spiel. Das hat mir gerade so gequietscht rechts von uns. Ich habe nichts berührt. Ist aber wieder zu viel des Guten. Hier kann ich viel mehr durchrauschen. Das muss ich noch rausfinden. Mann, hatten wir einen Vorsprung. Also am Wagen liegt sie auf jeden Fall nicht. Oder war eine Boxentafel? Die hing mir direkt in der Fress. Ich muss einfach reinkommen. Muss mich dran gewöhnen, dass ich hier jetzt mehr gehen kann. Oh. Ja, mehr gehen kann. Jetzt habe ich voll den Verstappen gegeben. Ja, so schnell geht das hier in dem Spiel. Oh oh, das wird dann die Schwierigkeit, Monaco. Angeschlagen bin ich ja immer mal gerne. Aber hier auf Simulation wird das eiskalt bestraft. Eben wie bei Verstappen im echten Rennen. Das ist einfach die Kunst. Die besondere Herausforderung in Monaco. Schön, dass man das auch im Spiel so langsam mal zu spüren bekommt. Ah, sie direkt wieder angefahren. Mann, das kann ich mir einfach nicht erlauben im Rennen. Ja, jetzt hat er die Anzeige noch offen. Weil vor der Rückblende war die offen. Mal zu spät angebremst. Fahr mal vorbei, Ferrari. Der ist schon auf den Roten. Na, fahr doch mal. Schon wieder hat es da oben gequietscht. Ist da gerade jemand langgesaust beim Bergaufstück? Da schleicht aber auch gerade was zusammen. Mann. Kann verstehen, wie Verstappen da die Leitplanke mitnehmen konnte. Man saust da jetzt einfach schneller durch. Leicht angeschlagen, lass ich mal so. Ist die Anzeige wieder offen? Mach die weg, ey. Hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Ich will die Anzeige da nicht, die nervt mich noch. Na, hier oben bleiben die Vorderräder gerne mal stehen. Da wird der Wagen auch sehr leicht. Bei der Kuppel. Na, es kommt wieder langsam der Hinterreifen an die Leitplanke. Boah, da kam die Bande sehr nah. Das Tolle ist, hier gibt es kein Kiesbett, keine Wiese, was uns die Räder so schmutzig macht. Das Blöde ist aber auch, hier gibt es nicht viel Auslaufzone. Hier gibt es direkt neben der Streckenbegrenzung die Leitplanke. Schon wieder ist da gequietscht. Hinten drängelt jemand. Aber er kommt halt nicht vorbei. Meine große Schwachstelle, hier wo ich gerne überholt wurde. Ausgang letzte Kurve. Die hat auch ihre Schwierigkeit für mich verloren. Klar, sie wird immer noch der beste Punkt zum Überholen sein für die Konkurrenz gegenüber mich. Oh, ist die Anzeige wieder offen. Aber hier habe ich mehr Spielraum. Um hier vorne zu bleiben. Gut, jetzt habe ich auch DS, das kommt mir auch zugute. Aber ich bekomme dann einen besseren Ausgang hin als noch zuvor in den Monaco-Rennen. Oh. Nein. Beide Vorderräder wieder ab. Eieiei, Monaco. Aber ich kann mich nicht mehr über
Gut, wir fahren auch die härtesten Reifen, aber ich kann mich nicht mehr darüber beschweren, dass der Wagen unfahrbar ist. Zumindest jetzt nicht. Das sind einfach Ungenauigkeiten, Konzentrationsfehler, die hier eben besonders bestraft werden. Jetzt komme ich nicht rum, untersteuern. Nase ist ganz geblieben, okay. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Will ich ja auch hoffen. Boah, da kam das Heck rum, nicht schön. Deswegen bekomme ich hier wieder den Eingang nicht hin. Da habe ich jetzt bloß in der Leitplanke etwas Gummi gelassen. Und da habe ich mehr gelassen. Jetzt ist vorne links der Flap komplett ab. Na, bloß Gummi an Leitplanke. Es war nicht so stark, dass uns die Aufhängung flöten geht. Ach Mann. Der da hinten wird sich auch genervt vorkommen. Ja, was mich gerade noch rettet ist... das DRS, was ich nutze. Gut, er ist auch besser in Reifen. Dennoch werde ich da auch im Rennen meine Probleme haben. Wieder mit stehenden Reifen rein, aber diesmal ist die Aufhängung ganz geblieben. Naja, im Rennen nehme ich mal an, werden wir die gelb markierten Reifen nicht sehen. Jetzt bei der Bodenwelle der Wagen rum. Oh. Waren sie vorbei? Ja. Wagen ist ganz geblieben. Die blöde Anzeige ist gelaufen. So, ich komme jetzt mal rein die Runde, dann fahren wir nochmal auf anderen Reifen. Ich überlege gerade bloß, welche Reifen. Welche Reifen fahren wir jetzt? Ich schaue mal einfach mal an, was wir noch so haben. Und was ich dann in T2, T3 fahren möchte. Beziehungsweise zur Verfügung haben möchte. Also, schon wieder stand er da. Hier in Monaco wird es wohl kein gutes Ergebnis für die Fahrerposition geben. Für unserem Team. Aber eine kleine Hoffnung habe ich doch, dass es hier ein annehmbares Rennwochenende wird. Also ganz klar, Wagen durchbekommen. Ob es dann schnell ist? Sollte sein, wenn ich meinen Rhythmus finde, komme ich auch besser um die Ecken. Dann ecken wir nicht an. Müssen wir echt mal schauen. Spätestens in Kanada soll wieder ordentlich was fliegen, wenn da kein Regen dazwischen kommt. Das kann ja in Kanada gut sein. Gib es mir, auch mit Zuckungen. Also, was will ich fahren? Reifenmanagement in T2 mit den rot markierten finde ich nicht verkehrt. Ja, die Reifenmischung finde ich diesmal für das Freitraining in ihrer Position ganz gut. T1, T1, T2, 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 T3. Ja. Dann nochmal raus. Und direkt weg mit deinem Föhn. Ich habe Jeff noch gar nicht stumm geschalten, fällt mir gerade auf. Gut, mache ich überwiegend mittlerweile dann doch. Nur im Qualifying. Hier auf dem hintersten Platz, Jean-Léon Palmer, den gelb markierten vor uns, im schlechtesten Auto, hoppala, Linie. Was passiert, wenn ich jetzt überfahre? Verwarnung, okay, dann war das erste, na, in der Linie nicht drüber. Will ich mal nachschauen.
Boah. Doch. Linie befahren heißt Strafe. Der hätte uns auch was geben müssen. Da war er sehr nachlässig, der Herr Rennkommissar. Hä? Autopilot fährt gerade. Hä? Was war denn da los? Ich bin jetzt gerade nicht so erst reingefahren. Nein, das war ein Autopilot. Krass. Hat sich da mal kurz der Boxenstopp-Assistent eingeschalten? Habt ihr noch nie ausprobiert? Gibt's ja hier wieder? Vielleicht könnt ihr mir das sagen. Muss man mit Boxenstopp-Assistent ein? Die Ausfahrt selber fahren, bis man mit Chef reden kann an dem Punkt, bis die weiße Linie aufhört? Und wie ist das beim Eingang? Wenn ihr es wisst, dann lasst es mich mal wissen und auch alle anderen, die sich das vielleicht gerade stellen. Diese Frage. Ah. So, Reifen quietschen? Nein, diesmal nicht. Komisch. Vierter Gang, nein. Dritter Gang, hier, ja. Umkommen, sonst ist die Nase ab. Das muss ich mir auf jeden Fall fürs Qualifying und fürs Rennen auf die Nase schreiben. Bin schon mal schneller auf die erste Kurve zugefahren, aber nicht schneller durch und rausgefahren. Bin aber auch auf besseren Reifen unterwegs. Das war auch noch nix. Kurvenscheitel nicht erwischt. Hier schon. Etwas zu stark an der Kuppel gebremst. Wird so oder so ein schwieriges Rennwochenende. Einmal durchkommen, andererseits schnell fahren. Deswegen sind hier meine Ziele dann doch eher zurückgeschraubt, aber ich will natürlich viel erreichen. Bloß ich schätze mal, es kommt nicht viel. Na, kann man auf jeden Fall mehr gehen, habe ich jetzt gerade gemerkt. War schon mal schneller, diese Anfahrt da. Sound der Boot. Aber hier gebe ich noch zu viel. Hier greifen die Bremsen für mich ein Stück zu gut. Da beschwert man sich über sowas. Deswegen bin ich da zu früh, zu langsam. Oh. So schnell kann es gehen, ey. Mann, oh Mann. Nee, nach der Kurve. Komm mal schneller. Jetzt die blöde MFA wieder an. So, weg damit. Schön. Hier kann ich mehr aufs Gas steigen. Oh, abkürzen. Ein stabiler Wagen. Und zweiter Gang ist hier auf jeden Fall mittlerweile falsch. Das war doch mal gut. Aber immer noch gut letzter. Fahrer vor mir. Parma liegt vor dir. Ihre beste Runden
Könnt ihr euch mal anschauen, was ich gerade gefahren bin? Oh. Ja, da fehlt mir noch einiges. Und der war bloß auf den Gelben unterwegs. Ja, es wird ein sehr schwieriges Rennen am Wochenende. Hier wird wahrscheinlich nicht viel zu holen sein. Aber das Rennwochenende hat erst begonnen. Vielleicht finde ich ja noch meinen Fluss. Die Grundlage, der Wagen, wie er sich erfahren, ist auf jeden Fall schon mal da. Schon mal gut. Habe ich jetzt zu spät gebremst? Das muss ja auch mal ausprobiert werden. Wieder kann ich da alles andere als gut durchfahren. Bauer zweiter Gang und weitläufig. Ah ja, hab ich schon kommen sehen. So, dann hier hinten wieder, ja. Ist die Anzeige wieder offen. Jetzt gibt's Druck von hinten und der Ausgang war schon mal schneller. Wenn noch etwas unsicher. Aber mit den paar Runden, die wir hier im freien Training noch drehen werden, werde ich hoffentlich eine gute Grundlage zusammenfassen. Die Reifen werden hier lange halten. Also kann ich mich über die Reifen auch schon mal nicht beschweren. Da lag ein Stück Nase. Ist nicht von mir. Vollgas können die echten Fahrer hier auch nicht fahren. Kann man hier mittlerweile auch nicht mehr. Am Schwimmbad vorbei. So, jetzt kommen wir dem Palmer schon mal näher. War unsicher. Hamilton. Danke. Die Vorderräder blockieren. Versuch die Bremsbalance nach hinten zu legen. Da unten ist gelb. Ich bleib da jetzt einfach mal im sechsten Gang und bremse da geschmeidiger an. Das ist zumindest mein Plan. Da oben vorm Casino. Mein Gott. Geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Jetzt fahre ich aber mal weiter, um zu schauen. Jeff sagt, damit lässt sich noch fahren. Ist noch kein Ausrufezeichen da. Wie lässt sich das fahren? Wenn es gelb ist, wird das Spiel nicht lügen, wie bisher. Wird man damit fahren können? Die Kurven bisher haben es gezeigt, aber ich komme jetzt mal rein. Stimmt, Boxengasseneinfahrt, Tempobegrenzung. In Monaco eher zu vernachlässigen, aber haben wir gerade nochmal gesehen, ist möglich. Und zum dritten Mal. Gut. Ein erster Einblick in Monaco. Die Reifen haben Schmutz vorne links drauf. Vorne rechts ist das Vorzeigebild einer schönen Lauffläche. Aber vorne links ist einfach realistischer. Plattgefahrene Gummiwurzeln. Die noch draufkleben. Also erste Streckenakklimatisierungspunkte gesammelt. Erste Ressourcenpunkte. Und damit mache ich dann einfach weiter. Erstmal reparieren, leichter Schaden, nur kein Komplettschaden.
dauert aber seine Zeit. Haben uns etwas Zeit gekostet. Nicht viel weg. Aber wir werden das Freitraining als 22. beenden. Da sind wir aktuell und da bleiben wir auch. Außer es fällt noch jemand aus, außer es wird noch jemand disqualifiziert. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Hamilton, Ricciardo und Sebastian Vettel. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Und Kimi hat sich schon mal eine Strafe eingefahren. Der erste. Der bisher auch einzige. Auf der 14 Ericsson. Er lässt schon den besseren Wagen die Konkurrenz spüren. Ja, und ich, was kann ich machen mit dem verbesserten Wagen? Ich schätze mal, erst in Kanada kann ich das wirklich auch rausbringen. Aber bis dahin ist es noch und erstmal hier das doch interessant, schön zu fahrende neue Monaco. Verbessertes Monaco? Ja, nach dem Schwimmbad geht es schneller, aber vor allem stimmt mich die Fahrbarkeit, das Verständnis, was der Wagen macht, wenn ich etwas Bestimmtes gebe, fröhlich, das freut mich, das macht Monaco wieder etwas einfacher, aber vor allem schöner für mich zu fahren. Da bin ich auch mal auf die kommenden Runden im Fürstentum gespannt, ihr bestimmt auch, und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.